Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich, liebe Kulturschaffende, überall in Westfalen-Lippe und auch von außerhalb. Ich bin Jasmin Freigang. Ich bin die Leiterin von Kultur in Westfalen in der Kulturabteilung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Und ich darf Sie ganz herzlich im Namen des LWL zu diesem Forum willkommen heißen. Dieses Forum ist eine von 17 Veranstaltungen, die in dieser Woche stattfinden. Und alle zusammen bilden sie die 10. Westfälische Kulturkonferenz. Das Schwerpunktthema in diesem Jahr ist ja die Gestaltung öffentlicher Räume. Die Leitfragen sind, wer bestimmt eigentlich darüber, wie ein öffentlicher Raum gestaltet wird und was passiert dann damit und was ist eine gute Gestaltung und wer sollte bestimmen, wie ein öffentlicher Raum gestaltet ist und wie kann das gut gelingen im Zusammenspiel der Akteure. Sie befassen sich heute mit einem ganz kleinen Aspekt aus diesem riesigen Thema. Aber wie wichtig es ist, ich glaube, das haben wir alle in den letzten Monaten durch die Corona-Pandemie am eigenen Leib selbst erlebt. Die Kulturkonferenz ist in diesem Jahr zum ersten Mal digital. Und deshalb sind der persönliche Austausch und die persönliche Begegnung über räumliche und institutionelle Grenzen hinweg, was ja eigentlich immer ein großes Anliegen von der Konferenz ist, in diesem Jahr nicht möglich. Und das bedauern wir wirklich sehr. Und um trotzdem ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu erzeugen zwischen all den Menschen, Ihnen und den vielen hundert und tausenden anderen, die sich für Kunst und Kultur engagieren, überall in Westfalen-Lippe, um das wenigstens virtuell zu erzeugen, haben wir uns die Idee von Selfies geklaut. Das heißt, wir freuen uns sehr, wenn Sie ein Selfie von sich machen, während Sie an der Veranstaltung teilnehmen, am Schreibtisch, auf dem Sofa, mit einer Tasse Tee oder Kaffee, wie auch immer, und das uns bis Mittwoch, beziehungsweise nein, bis Donnerstagmittag mailen an kultur-in-westfalen, also kultur-in-westfalen@lwl.org. Und wir wollen dann nämlich aus all diesen Selfies eine Riesencollage erstellen und die dann beim Fazit am letzten Tag, am Freitag zeigen, sodass dann wenigstens auf diese Weise vielleicht ein kleines Zusammengehörigkeitsgefühl virtuell zu erzeugen und dass wir uns einmal begegnen auf diese Weise. Alles, was in dieser Woche passiert, auch in dieses Forum, wird von drei Expertinnen aus Köln, Wuppertal und Osnabrück, also von externen Expertinnen, begleitet. Und sie tragen all das, was zwischen ihnen besprochen, diskutiert, ausgetauscht wird, ihre Ergebnisse am Freitag in das Plenum im Podiumsgespräch 1. Also auch dafür ist gesorgt. Ja, und nun würde ich sagen, übergebe ich an Frau Dr. Nören, die federführend für dieses Forum zeichnet, und wünsche Ihnen allen ein gutes Forum, viel Freude und viel Spaß, ja, und viele neue Erkenntnisse. Und schreiben Sie uns alles, was Sie wollen. Danke. Tschüss. Vielen Dank für die Einführung, liebe Jasmin. So schnell geht das und man wird promoviert. Das finde ich ja klasse. Genau, ja, ich begrüße auch ganz herzlich im Namen des Kultursekretariats NRW hier zu unserem Panel. NRW Skulptur steht heute auf dem Programm und wir freuen uns sehr auf den Austausch mit Ihnen allen über diese Plattform und über die Möglichkeiten, die damit verbunden sind, welche Synergien sich aus so einem digitalen Angebot ergeben können, auch um vielleicht die Kunst vor Ort noch etwas erlebbarer zu machen, sichtbarer zu machen. Ich möchte starten ganz gerne mit einer kleinen Einführungsrunde oder Vorstellungsrunde, denn wir betreuen diese Plattform nicht nur alleine vom Kultursekretariat aus. Wir haben schon langjährig gute Partner an der Seite und vorstellen möchte ich hier gerne, oder vielleicht stellen Sie sich gleich einfach noch ein bisschen selbst vor, Sigrun Brunsig, die hier als Projektleiterin dabei ist. Und Markus Schütte, der jetzt gerade in meiner Ansicht irgendwie verschwunden ist, aber hoffentlich noch bei uns, der das ganze Projekt von Masch Media aus technisch betreut. Auch mit an Bord für die Chatbetreuung ist Alexa Werner aus unserem Kultursekretariat.
die ein bisschen ein Auge drauf hat, genau, wenn im Chat Fragen auftauchen. Aber dazu komme ich gleich noch zu den technischen Details. Erst eine kurze Vorstellungsrunde und ich würde das Wort erstmal gerne dir geben, liebe Sigrun. Ja, hallo. Hallo aus dem Wasserschloss, zum zweiten Mal schon bei dieser Kulturkonferenz, muss man sagen. Josef Spiegel hat ja ein Panel davor geleitet. Also ich bin Sigrun Brunsig und ich bin Kunsthistorikerin und ja, seit letztem Oktober sitzen wir hier im Wasserschloss Rehlkirchen, was das wir zu einem kulturellen Treffpunkt weiterentwickeln wollen, so nach und nach, so wie es uns möglich ist. Jetzt sitze ich aber hier, weil ich schon seit quasi seit der Ursprungsidee bei NRW Skulptur dabei bin und es war 2011 sind die ersten Ideen aufgekommen und ich glaube 2013 ist die erste Website NRW Skulptur an den Start gegangen. Und seitdem mache ich schon die Projektleitung und ja auch die Texte, die die Skulpturen erläutern und die Recherchen. Und deswegen bin ich, glaube ich, ganz gut in dem Thema drin. Dankeschön, so viel für jetzt, liebe Sigrun. Dann gebe ich das Wort einmal, ich versuche es mal, an Markus Schütte weiter. Bist du noch da? Hallo? Ja, ich bin da. Antje, ich hoffe, du hörst mich, auch wenn du mich nicht siehst. Und ich hoffe, alle anderen sehen mich auch. Ja, schönen guten Tag. Ich grüße aus Oberhausen-Osterfeld. In Oberhausen-Osterfeld verläuft die Grenze zwischen dem Rheinland und Westfalen. Wer es noch nicht wusste, ist tatsächlich so. Und wir haben immer für beide Landesteile Projekte betreut. Seit 1998 kümmern wir uns um die Kultur in Nordrhein-Westfalen. Darüber hinaus auch ein bisschen, aber hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen, machen Konzepte, kümmern uns um Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, aber auch um Digitalprojekte und um verschiedene weitere Dinge, wie zum Beispiel auch das Magazin Kultur West, was dem einen oder anderen ein Begriff sein könnte. Zum Projekt sind wir dazu gekommen, 2015, soweit ich mich entsinne. Es stand erstmal so eine Art Relaunch oder eine Verbesserung oder eine Veränderung des Auftritts ein bisschen im Raum. Und darüber hinaus haben wir eigentlich ein ganzheitliches Konzept entwickelt, was wir dann so langsam nach und nach immer mehr ausgebaut und weiterentwickelt haben. Und da durften wir die ganze Zeit dabei sein, mit großer Freude. Und ja, ich freue mich auch, heute hier zu sein und ein bisschen was zum aktuellen Stand erzählen zu können. Dankeschön, lieber Markus. Und dann würde ich auch Alexa noch mal kurz das Wort geben, damit Sie auch das Gesicht zur Chatbetreuung sehen können. Alexa, stell dich doch auch noch mal kurz vor, bitte. Danke dir, Antje. Ja, mein Name ist Alexa Werner. Ich bin im Kultursekretariat NRW Gütersloh für Öffentlichkeitsarbeit und digitale Strategien tätig. Heute betreue ich hier die Chatbetreuung und bin schon ganz gespannt, was Sie für Fragen später noch an uns haben. Wunderbar, dann ganz herzlichen Dank für diese kurze Vorstellungsrunde. Wir freuen uns natürlich sehr auch über die große Resonanz hier in unserem Panel, dass Sie alle teilnehmen. Ich möchte vorab schicken noch mal so ein paar Informationen. Also die meisten sind ja sehr Zoom-erfahren inzwischen, nur zur Technik, dass Sie bitte Ihre Mikros einmal auf stumm schalten. Vorab, damit wir keine Störgeräusche haben, gleich auch, wenn wir in die Präsentation kommen. Wenn Sie sich gerne im Chat einbringen möchten, können Sie sich per Handzeichen, ich habe mir sagen lassen, über Reaktionen, können Sie die Hand heben, dann rücken Sie gleich nach vorne und wir können Sie dran nehmen. Natürlich können Sie auch Ihre Fragen gerne schriftlich im Chat hinterlassen. Alles wird dokumentiert und eventuell sollten wir jetzt heute nicht dazu kommen, könnten wir Fragen dann auch gerne im Nachgang noch beantworten. Genau, vielleicht ganz kurz ein Ausblick auf das, was Sie erwartet. Wir steigen gleich einmal mit ein paar Impressionen ein, haben für Sie einen kurzen Filmclip zur NRW-Skulptur-App, zum Projekt NRW-Skulptur entwickelt, den Sie sich gleich anschauen dürfen. Danach wird Sigrun Brunsig ein bisschen mehr zur Genese des Projektes schildern, erläutern auch, wie das Projekt ursprünglich entstanden ist, was die Zielsetzung war. Und wir gehen dann eigentlich auch relativ zügig zu Markus Schütte, der uns dann nochmal erklärt, auch wie
der aktuelle Stand ist, vom responsiven Format dieser Seite hin zur App. Und danach freuen wir uns natürlich, in den Austausch mit Ihnen zu kommen. Dann würde ich vorschlagen, an der Stelle, ich hoffe, es klappt technisch, können wir auch schon den Film zeigen. Sehr schön, also vielen Dank schon einmal fürs Einspielen dieses Trailers. Ich denke, er hat so in einem Schnelldurchlauf gezeigt, was auch diese neue App kann. Und ich freue mich jetzt nochmal, dir das Wort zu geben, Sigrun. Ich glaube, du bist wirklich mit am längsten dabei, auch was dieses Projekt anbetrifft und hast es inhaltlich natürlich auch stark geprägt, auch mit dem Know-how, dass du hier auch einbringst, wissenschaftlich. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie ist diese Idee entstanden, NRW-Skulptur, und was war damals die Zielsetzung? Ja, also die erste Idee ist eigentlich schon im Jahr 2011 aufgekommen, glaube ich. Also die Idee fußt einfach auf einer Beobachtung, und zwar auf der Beobachtung, dass sehr, sehr viele qualitativ hochwertige und schöne und interessante Skulpturen im öffentlichen Raum, in den Städten, aber auch jetzt zum Beispiel in Skulpturenparks oder in der Landschaft stehen. Und es ist vergleichsweise schwer, sich darüber zu informieren und also Informationen zusammenzutragen. Ich glaube, wird schon schwierig, wenn man das Kunstwerk sieht. Es sind auch nicht alle beschildert. Also man weiß eigentlich so oft, wenn man auf eine schöne Skulptur stößt, gar nicht, warum steht die hier, was hat die vielleicht für eine Geschichte, was hat die für einen Hintergrund, von welchem Künstler ist die. Und diese Beobachtung war eigentlich die Grundlage für diese Seite NRW Skulptur. Dabei sind wir eigentlich erstmal von so einer Art Bedarf ausgegangen oder von der Beobachtung, dass da was fehlt. Dann haben wir angefangen, Skulpturen zu sammeln, zu gucken, was könnte für diese Seite in Frage kommen. Und wir waren uns, es wurde damals ein Beirat gebildet, eine Jury, die zum Teil auch heute noch existiert in der Form. Dann haben wir uns sehr
schnell Gedanken gemacht über die inhaltliche Ausrichtung und natürlich im Zuge der Sammlungsaktivitäten sind wir dann zu dem Ergebnis gekommen, dass wir nicht alle Skulpturen zeigen können, die es in NRW gibt. Es gibt viel mehr, als jetzt auf NRW-Skulptur vertreten sind. Also sind wir zu der Lösung gekommen, dass auf jeden Fall eine Auswahl getroffen werden muss und dass diese Auswahl im Wesentlichen nach Qualitätskriterien erfolgen soll, aber auch zum Beispiel berücksichtigen soll, ist diese Skulptur jetzt wichtig für den Standort oder vielleicht für die Stadt oder ist es ein bedeutendes Denkmal. Also es wurde eine Jury gebildet, die dann aus der Vielfalt der Skulpturen, die es gibt, eine Auswahl getroffen hat von Skulpturen, die auf der Seite präsentiert werden können. Natürlich wissen wir auch nicht, wo überall in NRW Skulpturen stehen, die vielleicht für die Seite in Frage kommen. Und deswegen sind wir gleich von Anfang an über dieses Netzwerk, was das Kultursekretariat ja bietet, gegangen und haben in den Städten aktiv nachgefragt, welche Skulpturen könnten vorgeschlagen werden für die Seite. Und so ist es bis heute, dass die meisten Vorschläge aus den Städten direkt kommen. Und wenn wir jetzt eine bestimmte Menge von Vorschlägen zusammen haben, dann rufen wir einmal die Jury zusammen und die guckt dann sich die Vorschläge an und entscheidet dann, welche Skulpturen letzten Endes auf der Seite vertreten sein können. Das sind auch immer noch viele und es ist auch immer noch eine Menge Arbeit. Also wir machen es ja dann auch so, dass professionelle Fotografen dann sich die Skulpturen zu den Skulpturen fahren und die fotografieren, sodass wir da auch, was das Bildmaterial betrifft, einen guten Überblick liefern können. Jede Skulptur wird eigentlich quasi ja, in allen Varianten aufgenommen, vom Fern, von nah, Details. Und ich setze mich dann nochmal hin und schreibe zu jeder einzelnen Skulptur einen Text, der hoffentlich interessant ist, weil er eben auch auf die Geschichte der Skulptur eingeht. Warum ist sie da überhaupt? Wie ist sie da entstanden? Wer hat sich dafür eingesetzt? Wie ist der Künstler ausgewählt worden? Also das sind so Fragen, die in den Texten dann, wenn man auf NRW-Skulptur auf das I klickt, Informationen, die dann geliefert werden können. Manche Skulpturen im öffentlichen Raum sind auch sehr umstritten. Also die haben wir durchaus auch aufgenommen und wir sind dann auch auf die ganzen Hintergründe eingegangen, warum eine Skulptur vielleicht an dem Ort auch umstritten ist. Dann gibt es Informationen zu den Künstlern, also es gibt Künstlerbiografien und man hat natürlich die Möglichkeit auf der Seite, das ist jetzt in dem Zuge, in dem die Seite auch wächst, ist es noch immer interessanter geworden. Man kann eben auch gucken, welche Skulpturen dieser Künstler noch im öffentlichen Raum gemacht hat. Es gibt einige, die sind mit sehr vielen Skulpturen vertreten, weil die sich sehr stark auf den öffentlichen Raum beziehen. Es gibt auch manche, die erwartet man vielleicht gar nicht im öffentlichen Raum. Aber ich glaube, so im Laufe der Zeit ist die Seite auch schon zu einem wirklich guten Überblicksinstrument geworden. Man kann also, wenn man sich einen Überblick verschaffen will, kann man auch sehr gut auf die Seite gehen und nach Künstlern suchen. Die Skulpturen sind geordnet nach Künstlernamen, aber auch nach Aufstellungsorten. Also man kann die Städte anklicken und sieht dann, welche Skulpturen in den Städten sind. Kurze Frage, Sigrud, vielleicht könnte Alexa den Bildschirm einmal teilen, damit während du das so schön erläuterst, man es gleich auch vor Augen hat, wenn du einverstanden bist. Ja, natürlich. Einmal auf die Seite. Genau, dann haben wir das direkt auch vor Augen für diejenigen, die die Seite vielleicht noch nicht kennen. Das ist die Grundlage eigentlich auch. Das ist daraus aus dem Relaunch entstanden. Genau. Also man kann auch, das habe ich zum Beispiel eben vergessen, man kann auch nach Epochen sortieren und nach Regionen. Wenn man jetzt wissen möchte, welche Skulpturen in den 80er Jahren entstanden sind, dann kann man sich die auch aufzeigen lassen. Und man kann auch nochmal nach Kategorien suchen, wie zum Beispiel Brunnen oder Denkmälern. Also das ist auch auf der Seite möglich. Diese Seite, die hat also im Laufe der Zeit, hat die immer mehr an Format, würde ich mal sagen, und an Überblickswissen angehäuft.
Wir machen es nach wie vor so, dass die Seite fortlaufend ergänzt wird. Also das ist auch gleichzeitig, glaube ich, die größte Herausforderung. Wenn man ein Buch schreibt über Skulpturen oder so, dann hat man das irgendwann fertig und es ist fertig und jeder akzeptiert, dass es eben eine bestimmte Motiv, also eine bestimmte Momentaufnahme darstellt. Aber bei einer Internetseite ist das eben nicht so. Die sollte möglichst auf aktuellem Stand gehalten werden. Und bei der Vielfalt an Skulpturen, die wir da vorstellen und an der große Zahl der Städte, die wir auch berücksichtigen und auch der Regionen und Landschaften, ist es uns natürlich nicht möglich, immer alles zu wissen, was passiert. Wir sind da also schon auch sehr auf Rückmeldungen aus den Regionen, aus den Städten angewiesen und wir suchen uns eigentlich jedes Jahr aktiv eine Region aus, in der wir dann wirklich aktiv nochmal suchen, welche Skulpturen haben wir vielleicht noch nicht erfasst, sind neue hinzugekommen. Teilweise verschwinden auch wieder welche. Die müssen wir dann, da müssen wir dann auch gucken, dass wir nicht Skulpturen auf der Seite haben, die vielleicht schon gar nicht mehr da sind. Und diese Aktualisierung, das würde ich sagen, ist eigentlich die größte Herausforderung und der größte Arbeitsaufwand. Eben, die Seite ist nie fertig, sondern sie soll eben fortlaufend weiterentwickelt werden. Und zwar. Ja, zum Beispiel ist uns jetzt aufgefallen, dass einige Künstler bei uns auf der Seite nicht nur in ihrem Werk lebendig bleiben, wie es auch sein soll, sondern dass die Biografien eben teilweise auch veraltet waren. Also haben wir jetzt im Januar nochmal sämtliche Künstlerbiografien aktualisiert. Einige Künstler waren schon verstorben, standen aber bei uns auf der Seite noch als lebend. Also auch diese Dinge müssen immer berücksichtigt werden und aktuell gehalten werden. Kannst du vielleicht noch mal etwas dazu sagen? Wir waren ja gerade bei den Regionen. Welche Rolle auch die regionale Kulturpolitik in diesem Zusammenhang spielt? Denn diese Einteilung der Regionen ist ja vielleicht auch so ein Spezifikum in NRW, was nicht jeder so kennt. Ja, also um da einen Überblick zu ermöglichen nach Regionen, haben wir uns sehr streng an die Einteilung der regionalen Kulturpolitik gehalten und mithilfe des Förderinstruments regionale Kulturpolitik ist es uns eben auch möglich, jedes Jahr eine Region gezielt in den Blick zu nehmen und dort nochmal aktiv zu recherchieren, indem alle Kulturämter, alle Interessierten, alle Museen angesprochen werden. Gibt es Veränderungen in der Region? Sind neue Skulpturen hinzugekommen? Gibt es vielleicht Skulpturen, die für die Region wichtig sind, aber die wir jetzt auf der Seite noch nicht erfasst haben? Also wir sind da sehr stark auch auf Mithilfe der regionalen Kulturpolitik angewiesen und die ermöglicht es uns auch, die Seite immer relativ aktuell zu halten. Ja, wunderbar. Neben Störgeräusch. Ich weiß nicht genau, von wo es kommt. Ist es das kommt da? Von mir. Achso. Ja, jetzt ist es wieder vorbei. Hier lag okay. Noch ein Telefon im Handy. Raum, was jetzt irgendwie angesprochen ist. Sehr gut. Aber es ist jetzt wieder aus. Ja, das, also diese Skulpturen immer aktuell zu halten, das ist natürlich eine relativ große Aufgabe. Und ich muss sagen, mithilfe der regionalen Kulturpolitik kann das gelingen. Auch wenn es natürlich viele Regionen gibt und wir immer nur eine Region schwerpunktmäßig im Blick haben können, kommen aber doch auch Meldungen aus anderen Regionen oder von Nutzern, die uns darauf hinweisen, was vielleicht zu aktualisieren ist. Und dann haben wir also eine zweite Sichtweise ist es vielleicht noch, dass wir eben auch Rückmeldungen eben auch von Nutzern haben. Also von vielen Nutzern, die uns vielleicht nochmal Tipps geben. Und aufgrund von, also zu Anfang, als die Seite zuerst an den Start gegangen ist, hatten wir zum Beispiel noch gar keine Routenvorschläge. Die sind dann irgendwann hinzugekommen und gehen eben auch auf den Wunsch von manchen Nutzern ein, dass man vielleicht Ausflugsziele verbinden kann, dass man auch eine Skulpturenroute mal mit dem Fahrrad oder mit dem Auto an einem Wochenende in Angriff nehmen kann. Und deswegen haben wir da so Routen entwickelt, die man, auf denen man eben verschiedene Skulpturen verbinden kann. Wenn man ein Unternehmen in der Richtung machen möchte, kann man
Ja, kann man gut mal eine Skulpturenroute abfahren. Mit Hilfe von Google Maps sind die dann alle anzunavigieren. Dann ist noch die Seite Projekte hinzugekommen, weil wir ja auf der Seite NRW Skulptur eigentlich nur einzelne Skulpturen vorgestellt haben nach Künstlern, war es uns auch wichtig, dann doch auch auf so Skulpturenprojekte hinzuweisen, von denen wir vielleicht nicht alle Skulpturen einzeln vorstellen können, aber wir möchten zumindest dann darauf hinweisen, dass es, sagen wir mal, zum Beispiel einen Waldskulpturenweg in Schmallenberg gibt, dass es die Skulpturprojekte in Münster gibt. Und Hellweg, ein Lichtweg, ist zum Beispiel ein anderes Projekt, was es auch schon seit Jahren gibt und was sehr viele interessante Skulpturen angesammelt hat. Auf der Seite Projekte stellen wir nochmal kurz die Zielsetzung von einzelnen Skulpturenprojekten vor. Ja, also die Website hat sich eigentlich von so einer ursprünglich auch sehr stark kunsthistorisch-archivarischen Funktion entwickelt zu einem Instrument, was auch nutzerfreundlicher geworden ist, was sich eigentlich auch an alle Kulturinteressierten richtet, was eigentlich auch von jedem genutzt werden kann. Also ich hoffe, die Beschreibungen sind auch immer allgemeinverständlich gehalten, sodass das wirklich vielleicht auch für jeden interessant ist, sich mal die Texte anzugucken oder sich mal die Hintergrundinformationen über die Skulpturen zu beschaffen. Jetzt leite ich zur App über. Es war dann so, dass man dann doch auch, dass uns dann aufgefallen ist, dass es doch vielleicht auch schön wäre, wenn man diese Seite nicht nur zu Hause am PC nutzen kann, sondern eben auch in der Hosentasche mitnehmen, wenn man so eine Tour macht oder wenn man im öffentlichen Raum auf eine Skulptur stößt, zu der man gerne mehr Informationen hätte. Und dann gab es eben die Möglichkeit, oder dann gibt es jetzt die Möglichkeit, die gab es, glaube ich, 2011, gab es die noch gar nicht oder war das auf jeden Fall noch nicht so verbreitet, dass man einfach auf dem mobilen Telefon die App installieren kann und dann einmal, wenn man im öffentlichen Raum auf eine Skulptur trifft, zu der man gerne mehr Informationen haben möchte, dass man die dann einfach aufruft oder eben sich gezielt vorbereitet auf eine Tour und diese App dann mitnimmt. Und die App bietet seit neuestem sogar die Möglichkeit, dass man sich eigene Routen zusammenstellen kann nach Interessenslage. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt erstmal genug an Informationen zu der Seite. Nein, sehr gut, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es, ich habe gesehen im Chat auch schon ein paar Fragen dazu. Ich habe zum Beispiel gesehen, die Frage, ob die Aktualisierung, die fortlaufende dieser Plattform, ob angedacht ist, diese Aktualisierungen perspektivisch zu dezentralisieren, dass das gar nicht unbedingt zentral vom Kultursekretariat aus eingepflegt wird, sondern vielleicht in Zusammenarbeit mit den Kulturämtern, den Fachbereichen von Hochschulen. Das hat Frau Ariane Schmidt-Chandon eingebracht, die Frage. Das vielleicht einmal kurz vorab an dich, dann komme ich auch gleich zu der Frage von Herrn Kroll. Also das haben wir so nicht geplant, weil wir doch auch gerne, weil wir die Seite auch immer noch als Rundumpaket, als einheitliches Rundumpaket verstehen, mit einem bestimmten kunsthistorischen Hintergrund auch, was die künstlerische Qualität der Skulpturen anbetrifft. Glaube ich, so jetzt nach meiner Erfahrung ist es vielleicht doch schwierig, das jetzt zu dezentralisieren. Also aus meiner Sicht wäre es besser, dass auf jeden Fall eine Jury immer noch mal drüber guckt. Ja, ja. Ja, das ist eigentlich auch vielleicht auch zu der Förderstruktur, die du ja eben vorgestellt hast. Das Projekt NRW-Skulptur wird im hohen Interesse des Landes, des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft im Augenblick, schon eben diese vielen Jahre so weiterentwickelt.
Und daher ist, glaube ich, auch von der Seite aus ein großes Interesse, dass eben die Informationen an einer Stelle gebündelt werden und man so eine Art einheitliche Struktur auch gewährleisten kann. Das würde natürlich, wenn man das an mehrere Stellen ausgliedert, vielleicht etwas schwieriger werden. Herr Kroll, vielleicht möchten Sie Ihre Frage einmal ganz kurz mündlich in unsere Runde bringen. Ja, gerne. Und zwar geht es um Folgendes. Der Begriff der sozialen Plastik von Joseph Beuys und der erweiterte Kunstbegriff, kann man ja auch Natur im weitesten Sinne, die als soziale Plastik, ich sag mal, den Raum bespielt, auch als Kunstwerk im weitesten Sinne betrachten. Ich fände es gut, beispielsweise, wenn solche Naturkunstwerke auch aufgenommen werden. Damit meine ich jetzt nicht die tausendjährige Eiche, sondern ich meine beispielsweise eine Ansammlung beispielsweise von Hecken, die, wie sie Rosemarie Trockel seinerzeit entwickelt hat, die natürlich nicht wie eine, wie ein Kunstwerk auf den ersten Blick aussehen, sondern die letztendlich in dem Gesamtkontext dann zum Kunstwerk werden. Also diese Ansammlung von Hecken von Rosemarie Trockel ist bereits vertreten. Das war nur ein Beispiel. Das war nur ein Beispiel. Ja, also es ist durchaus so, dass wir also nicht nur klassische Skulpturen aufnehmen, sondern wir sind da durchaus auch, also wir haben auch Skulpturen von Joseph Beuys, haben wir einige von den 7000 Eichen-Projekt auch dabei. Es ist jetzt nicht so, dass wir da ein ganz enges Skulpturenverständnis haben. Wir haben allerdings, das hätte ich vielleicht gleich auch zu Anfang sagen können oder sollen, das habe ich vergessen, das Grundkriterium ist, dass die Skulpturen A, nach 1945 entstanden sein sollen und B, dauerhaft im öffentlichen Raum stehen sollen. Also das ist eine Frage, die haben wir uns auch schon sehr oft vorgelegt, ob wir so temporäre Aktionen, temporäre Kunstwerke, die vielleicht nur ein Jahr da stehen und dann wieder ausgetauscht werden, ob wir die vielleicht auch aufnehmen sollten, haben uns aber dann einfach aus dem Grund dagegen entschieden, weil das arbeitsmäßig, glaube ich, gar nicht mehr dann zu bewältigen ist. Es gibt aber vom Kultursekretariat auch noch andere Aktivitäten zur Kunst im öffentlichen Raum, wie zum Beispiel die Stadtbesetzung, die eben mit temporären Eingriffen in den öffentlichen Raum arbeitet. Die haben wir jetzt hier, in diesem Forum, glaube ich, so nicht berücksichtigt, aber das ist durchaus eine Ergänzung auch zur NRW-Skulptur, wo es eher um soziale Plastik, um kurzfristige Eingriffe geht und um temporäre Aktionen. Wir haben uns jetzt hier bei NRW-Skulptur bewusst auf dauerhafte Installationen dann beschränkt, auch um diese Abgrenzung nach ganz klaren Kriterien dann zu treffen. Zu den Kriterien, Sigrun, kommt gerade die Frage aus dem Bergischen Land, ob diese Kriterien öffentlich einsehbar sind. Ich meine, sie sind auf der Webseite nicht veröffentlicht, sind natürlich leitend für die Jury. Du hast es schon gesagt, einmal Skulpturen, die nach 45 entstanden sind, die dauerhaft im öffentlichen Raum platziert sind, auch öffentlich zugänglich, also nicht nur gegen Eintrittsgeld in verschlossenen Parks. Gibt es noch weitere Kriterien? Denn dieses Kriterium der künstlerischen Qualität ist ja eins, über das wir auch immer wieder mit der Jury sehr lebendig diskutieren und wo es sicherlich auch von Seiten der Einreichenden oder Vorschlagenden unterschiedliche Perspektiven gibt. Das ist allerdings ein Punkt, der uns schon lange beschäftigt und der uns wahrscheinlich auch weiter beschäftigen wird, weil ich glaube, also es gibt, natürlich gibt es Kriterien, wie zum Beispiel das künstlerische Gesamtwerk der Person, deren Skulptur vorgestellt wird. Also es sollte sich schon um professionelle Künstler handeln, die eben auch in ihrem Gesamtwerk, also einen gewissen kunsthistorischen Raum auch beanspruchen können. Und trotzdem ist es aber so, dass es da ganz schwierig ist,
ganz feste Kriterien zu hinterlegen, weil es gibt auch zum Beispiel Werke, die sind für eine Stadt unheimlich wichtig, die ist einfach im Bewusstsein der Öffentlichkeit, die ist für die Stadt irgendwie identitätsstiftend, und obwohl die Kunsthistoriker oder die Fachleute, die in der Jury sind, sagen, naja, eigentlich ist das jetzt nicht unbedingt die große Kunst, würden wir dann so eine Arbeit unter Umständen trotzdem mit aufnehmen? Also es ist im Einzelnen, ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig, als in jedem einzelnen Fall innerhalb der Jury darüber eine intensive Diskussion zu führen. Eine weitere ganz spannende Frage, die Frau Hoffmann eingebracht hat, ob auch lokale Datenbanken, die es schon gibt, ich glaube, so eine Frage hatten wir auch schon mal aus Mal, so Routen oder Apps, die schon vor Ort da sind, verzahnt werden können perspektivisch mit unserer NRW-Skulptur-App oder auch der Plattform. Dazu kann vielleicht aus technischer Sicht gleich auch Markus noch mal was sagen. Aus inhaltlicher Sicht kann man sagen, dass wir das wirklich schon mehrfach überlegt haben, bis jetzt aber noch zu keiner richtig befriedigenden Lösung gekommen sind. Hoppla. Jetzt sehen wir, Alexa hatte wahrscheinlich gerade noch mal den Bildschirm geteilt. Genau, ich habe gerade einmal den Bildschirm für uns geteilt. Ich wollte einmal kurz darauf hinweisen, dass wir das in abgespeckter Form ja schon tun auf der Internetseite unter Links. Ja. Da sammeln wir hier so ein paar städtische Webseiten zu weiterführenden Informationen. Also das gibt es ja schon. Und da können wir bestimmt auch noch weitere aufnehmen. Aus technischer Sicht ist natürlich ein wenig problematisch die unterschiedlichen Voraussetzungen, die Datenbanken mitbringen. Das zu harmonisieren ist schwierig. Und ich denke auch, dass aus inhaltlicher Sicht natürlich dann wieder die Kriterien der Jury nicht auf alle Angebote angewendet werden können. Da ist die SIGRO natürlich dann eher wieder diejenige, die was sagen müsste. Aber aus technischer Sicht ist das schon mal schwierig. Da haben wir ja schon zum Start, du kannst dich erinnern, SIGRO ja auch mit der Datenbank zu tun gehabt. Wir mussten das ja einmal in die neue Website überführen und dann auch noch harmonisieren mit der App. Das ist schon eine Aufgabe, also eine Datenbank da im Griff zu halten. Sollte man da Schnittstellen finden, wird es noch problematischer, weil das ganze System verändert sich auch mit verschiedenen Software-Upgrades, mit Veränderungen im Umfeld von WordPress und von der Software der App selber. Und das führt so schon zu einem erhöhten Pflegeaufwand. Also man darf das auch nicht unterschätzen. Man hat da so eine Dauerbaustelle in Anführungszeichen. Man muss es im Blick behalten einfach und dort immer nachpflegen. Und da würde jede weitere Schnittstelle sicherlich noch viel, viel mehr Arbeit bedeuten. Und die Frage ist auch, ob das System da immer so sauber laufen würde. Also ich würde eher sagen, händisch einpflegen, so wie wir es jetzt gemacht haben, die Datenbank weiterfüttern. Das ist dann eher das probate Mittel in dem Fall. Ja, und dann würden wir da wahrscheinlich bei der Link-Lösung bleiben. Genau. Und zumindest jetzt erstmal über die Webseite ist das so der beste Weg, sich da zu verlinken. Noch eine Frage kommt aus dem Chat. Wie geht man mit kurzfristigen Kunstaktionen, Performances oder Street Art um? Das geht, glaube ich, nochmal an dich, Sigrun. Ja. Also wie gesagt, die Kriterien für die Website NRW Skulptur schließen es eigentlich aus, dass temporäre Aktionen und Street Art würde ich sagen, könnte man im Einzelfall sogar doch vielleicht eher überlegen als kurzfristige Projekte. Die werden dann wirklich eher was für Stadtbesetzung oder andere Portale, die vielleicht sich mit sowas beschäftigen. Unsere Grundstruktur ermöglicht das eigentlich nicht, das aufzunehmen. Wir haben aber auch schon öfter darüber nachgedacht, ob wir so eine Unterseite Aktuelles oder aktuelle Projekte oder sowas nochmal irgendwann einbeziehen können.
Das wäre sicherlich eine Möglichkeit, hat natürlich dann auch wieder diesen Pferdefuß, dass man eben aktuell bleiben muss und sich dann auch sehr gut darum kümmern muss, wie kurzfristig sind die kurzfristigen Kunstaktionen, sind sie vielleicht schon wieder weg, wenn jemand dahin fährt. Das wäre sicherlich für den Nutzer ärgerlich. Und insofern sind wir da momentan, ist das eigentlich ja eher eine Option, die wir nicht wählen würden. Ne? Da sind wir einer Meinung, oder? Da meldet sich, ich sehe hier nur. Da meldet sich du. Ja, genau. Dahinter steht Uli Horacek. Guten Tag aus Bielefeld. Hallo, Herr Horacek. Das Wort Jury fehlt ja nun mehrfach. Und da bin ich jetzt einfach mal neugierig und möchte ganz gerne wissen, wie groß die Jury ist, also Anzahl der Mitglieder. Und auf der anderen Seite frage ich mich natürlich auch, wer ist denn da Mitglied? Ja, das kann ich Ihnen ganz einfach sagen. Das ist Georg Elben vom Skulpturmuseum Glaskasten. Das ist Christoph Brockhaus, der Direktor vom Duisburg vom Lehmbruck-Museum war. Dann ist das Eva Schmidt, die vom Museum für Gegenwartskunst in Siegen. Dann ist es Frau Nörn und Josef Spiegel, der Geschäftsführer von der Stiftung Künstlerhof war. Das sind momentan die Jurymitglieder. Danke. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle leiten wir doch mal von der Plattform, die entstanden ist, die du geschildert hast und die, das muss ich an dieser Stelle immer noch mal dankend hervorheben, einerseits durch euch sehr inhaltlich wirklich hervorragend begleitet wird und auf der anderen Seite, es muss ja auch immer irgendwie finanziert werden durch Mittel des Landes, des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft gefördert wird, auch schon über viele Jahre, so überhaupt entstehen konnte. Dann leiten wir mal von dir über zu unserem technischen Partner, zu Markus, der uns vielleicht ein bisschen erläutern kann, warum brauchte es denn nun eigentlich diese Begleit-App? Er weiß, ich persönlich war da am Anfang sehr skeptisch, weil ich gedacht habe, Mensch, wir haben doch schon eine responsive Seite, die kann man übers Handy auch aufrufen. Warum ist das denn nun eigentlich so eine wichtige Neuerung? Wir müssen ja auch immer auf Sparsamkeit, auf Wirtschaftlichkeit achten. Und das wird er uns gleich oder jetzt gerne noch mal ein bisschen erläutern. Markus, du hast das Wort. Ja, besten Dank. Also wir haben uns natürlich von Anfang an Gedanken gemacht, wie macht man das Projekt möglichst nachhaltig, auch wenn das Wort reichlich bemüht wurde in allen möglichen Zusammenhängen in den letzten Jahren. Aber es ist die Seite, allein schon die Seite, ich gehe da nochmal hin zurück, sollte ja sich ständig weiterentwickeln können, sollte auch eine vermehrte Anzahl von Skulpturen aufnehmen. Das macht sich jetzt in der App dann auch bedeutend bemerkbar, weil man hat natürlich ein hohes Volumen Kapazität, was man braucht, damit die Seite überhaupt läuft. Und es werden immer mehr Bilder und immer mehr Texte. Das ist jetzt nicht unbedeutend, gerade bei mobilen Abrufen. Sodass wir uns natürlich auch Gedanken gemacht haben, eine responsive Seite ist die eine Sache, klar. Das war der Grundeinstieg, um halt auf mobilen Geräten wie Handy, wie iPad und ähnlichen die Seite anständig anschauen zu können überhaupt, dass die Seitenverhältnisse stimmen und dass der Bildausschnitt auch Spaß macht und vor allen Dingen der Idee, Kunst attraktiv darzustellen oder auch neugierig zu machen, was zu erfahren, überhaupt entgegenkommt. Also so, das war in der Ursprungsseite sicherlich der Fall, aber sobald die Anzahl der mobilen Abrufe stieg und mittlerweile sind wir bei einem sehr, sehr hohen Prozentsatz mobiler Abrufe, da mussten wir ja was machen. Und die responsive Seite ist dann die eine Seite. Die andere ist, was kann eine App besser, anders oder noch mehr als eine responsive Seite? Und da ist eigentlich der Einstieg. Man ist ja schnell dabei, das zu vergleichen. Allerdings hat die App einen entscheidenden Vorteil. Die ist natürlich dem mobilen Umfeld optimal angepasst. Man hat sie immer dabei. Man kann sie leicht aufrufen. Man muss da nicht groß Webadressen eingeben und hat auch eine ganz andere Nutzerqualität. Man hat ein eigenes internes System, mit dem man zum Beispiel auch offline arbeiten kann. Man kann sich die Sachen, die die Seite jetzt im Online-Betrieb bietet, auch offline anschauen in der App.
Also kann die Skulpturen aufrufen, kann die Informationen der Künstler und so weiter abrufen und kann sich da auch informieren. Man kann persönliche Dinge wie Standortfreigaben und Ähnliches viel einfacher machen. Das ist immer recht umständlich, wenn man das übers Netz macht, über den Browser. Man kann natürlich die Dinge einfach viel leichter aufrufen und hat. Und das ist jetzt auch nicht die schlechteste Idee, eine intensive Kundenbindung. Wer sich die App einmal downloadet und behält, der ist im Einstieg erstmal ein potenzieller Dauerkunde, in Anführungszeichen, ein Dauernutzer für die Kulturinhalte, für die Kunstinhalte, die das Kultursekretariat in dem Fall bereitstellt. Und wir haben versucht, auch auf der Basis das Ganze weiterzuentwickeln zu ein paar Neuigkeiten, die bisher noch nicht verfügbar waren, aber demnächst verfügbar sind, komme ich anschließend nochmal. Was natürlich klar ist, ist, dass die App auch ein willkommener Presseanlass ist. Wenn man es richtig aufbaut und wenn man den richtigen Zeitpunkt abwartet der Veröffentlichung, im Falle der Skulpturen natürlich die Schönwetterperioden im Jahr. Und in dem Falle kam uns, wenn man das sagen darf, auch der Lockdown ein wenig entgegen, wo wir gesagt haben, so, jetzt müsste der richtige Zeitpunkt gekommen sein, weil zu diesem Zeitpunkt war die Kultur geschlossen. Und das, was noch ging, raus ins Freie und da Kultur anschauen. Und das verbindet natürlich die App mit dem gehobenen Skulpturangebot, was man da hat. Sodass die Presseanlässe, also die Kundenbindung und die Vorteile in der Nutzung im Endeffekt der Dreiklang sind, an dem wir uns da entlang gearbeitet haben. Und man muss einfach sagen, dass es alles in allem gut funktioniert hat, so wie wir uns das überlegt haben. Wir haben jetzt Stand heute Gesamtdownloads von über 10.260 Downloads auf Android und Apple. Das ist fast Gleichstand der Anteil des jeweiligen technischen Systems, wobei Android leicht mehr Abrufe hat, leicht mehr Downloads, aber das liegt auch in der Verbreitung. Wir haben, was die Presseanlässe angeht und auch den Einstieg der Medien, einige Millionen Pressekontakte erreicht. Darunter waren wir auch in der Dreisat Kulturzeit bei Arte, im ZDF Morgenmagazin, also auch schon, ich sag mal, Umfelder, mediale Umfelder, die man nicht so schnell erreicht. Und wir haben uns dann natürlich gefragt, ein sehr spezielles regionales Kulturangebot mit überregionaler Medienpräsenz, was haben wir da genau richtig gemacht? Ich glaube, es ist die Mischung und der Zeitpunkt gewesen und sicherlich auch die Idee, da mal ein bisschen anders ranzugehen, als einfach nur ein Online-Produkt für die Westentasche zu machen. Und was die Weiterentwicklung angeht, da hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, wir haben uns von vornherein vorgenommen, die Weiterentwicklung ganz vorne anzustellen, also nicht etwas Hermetisches zu machen, was vielleicht auch 5 € günstiger ist, sondern wir haben von Anfang an gesagt, wir machen das System möglichst offen und möglichst so, dass wir die nächsten Jahre auch der Idee der regionalen Kulturregionen folgend, jedes Jahr haben wir ja quasi eine Region in NRW von den 10, die so ein bisschen im Fokus steht, wo wir uns da um die Skulpturen in der Region kümmern und so weiter. Und klar ist, dass das perspektivisch weitergeht. Also in dieser Richtung wollten wir vorarbeiten und natürlich auch den technischen Innovationen dazu arbeiten. Man muss an der Performance arbeiten, man muss den Entwicklungen im Netz Folge tragen. Und somit sollte das System entsprechend aufgebaut sein. Es gibt zu den Neuerungen, die demnächst kommen, ein kleines Screener-Video, was wir ganz kurzfristig erstellt haben. Könnten wir das jetzt kurz einspielen? Dann kann ich 3, 4 Worte dazu sagen, was jetzt neu kommt. Ist das ab 1:06 ungefähr? Geht's los? Genau, also wir haben die Suchfunktion verbessert. Wir haben es so eingerichtet, dass man jetzt auch im Metatext suchen kann. Sprich, Sie können jegliche Information, die in den Texten drin ist, abrufen und danach suchen. Was wir jetzt hier sehen, ist eine Radarfunktion. Wenn Sie irgendwo sind, also irgendwo ist man ja immer, aber wenn Sie sich in der Nähe von Kunst befinden, dann kann man diese Funktion aktivieren und findet die Kunst, die sich in der Nähe befindet.
Dann haben wir es so eingerichtet, dass viel mehr Skulpturen, viel mehr Informationen geladen werden können. Das geht, indem man an der Performance arbeitet und auch den Datentransfer, die Menge der Daten nachjustiert. Es ist in der Suchfunktion, wie schon eingangs erwähnt, einiges verändert worden. Die Vor-Nachnamenssuche haben wir neu gemacht und den Metatext, also Metatext heißt, ich kann nach Ort, ich kann nach allen möglichen Stichworten suchen, die sich in den Texten befindet und danach mir bestimmte Skulpturen anzeigen lassen. Dann haben wir noch die Funktion der Push-Nachrichten. Das kennt man von allen möglichen Medien oder auch von anderen Apps, sodass man also auch aktiv mit den Nutzern in Kontakt treten kann, zum Beispiel, wenn eine neue Skulptur installiert wird oder andere wichtige Neuigkeiten rund um die NRW-Skulptur-App oder um NRW-Skulptur und die präsentierte Kunst können dort dann in Form von Push-Nachrichten an den User gesendet werden. Das wird demnächst zum Download bereitstehen. Wir haben jetzt eine Testversion, die wir ausgiebig getestet haben. Auch das ist ganz wichtig. Also wer sowas entwickelt oder das vorhat, es dauert alles viel länger, als man das ein Bauchgefühl hat. Und es muss wirklich aufwendig länger getestet werden, um es dann an den User zu geben. Auch die App Stores, die haben da schon relativ rigorose und aufwendige Prozedres, wo diese einzelnen Apps dann auch noch getestet werden. Ich denke, dass wir so in circa 4 Wochen in Apple Store und Play Store Android bereitstehen mit der neuen Version. Ja, das so mal im Schnelldurchlauf. Es gibt noch 1001 Detailinformationen, aber die kann ich ja gerne auf Nachfrage dann auch nochmal beantworten, wenn es da Fragen gibt. Vielen Dank, Markus. Ja, ich denke, wir konnten jetzt eingangs einen recht umfangreichen Eindruck geben. Ich sehe noch mal gerade im Chat die Frage von Frau Harms. Gibt es eine Kartendarstellung? Ganz wichtig natürlich auch besonders für die Routenoption. Sigrun, möchtest du? Ja, also es gibt Kartendarstellungen. Man wird, wenn man auf den, also der Standort wird eingeblendet in Form einer Karte und wenn man da draufklickt, dann kann man sich eben zu dem jeweiligen Standort über eine Karte auch hin navigieren lassen. Da ist, ich glaube, Markus, da ist doch Google Maps einfach hinterlegt, ne? Also es gibt einmal eine grobe Übersicht, aber ich glaube, dass die ist relativ statisch und Google Maps ist auch hinterlegt, ja, das ist richtig. Mhm. Ja, Frau Harms. Irgendwie hören wir sie noch nicht, obwohl sie den Sound anhaben. Vielleicht einfach nochmal versuchen. Oder sonst alternativ in den Chat schreiben. Ich erlaube mir dann schon mal Herrn Anderbrügge dran zu nehmen. Bitte. Ja, konnten Sie bei dem Projekt eigentlich davon ausgehen, dass bei Kunst im öffentlichen Raum Eigentumsrechte und Urheberrechte nicht im Wege stehen? Bitte, Sigrun, wenn du möchtest. Also das ist insofern, das ist wahrscheinlich im Detail eine schwierige Frage. Wir sind jetzt erstmal davon ausgegangen, also die meisten Skulpturen befinden sich im Besitz der Städte. Und die Städte, die uns die Skulpturen melden, da gehen wir erstmal davon aus, dass die zumindest die Bildrechte an den Skulpturen besitzen. Und das wird wohl auch so sein. Wir haben bis jetzt noch keinen Fall gehabt, in dem jetzt zum Beispiel der Künstler das nicht möchte, dass eine Skulptur da aufgenommen wird oder da hatten wir bis jetzt überhaupt noch keine Probleme, obwohl ich zugeben muss, dass wir uns im Detail jetzt nicht bei jeder einzelnen Skulptur aktiv erstmal mit deren rechtlichen Gegebenheiten auseinandersetzen. Wir wissen eben nur, wer die Skulptur aufgestellt hat und
wer gerne möchte, dass die auf die Seite kommt. Und meistens sind die Künstler dann auch eher, die freuen sich eher, wenn ihre Skulptur vertreten ist, weil die dann natürlich eine zusätzliche Öffentlichkeit bekommt und weil das dann auch beweist, also dass die Jury passiert hat und so weiter. Wir haben da jetzt noch keinerlei negative Rückmeldungen bekommen, dass jemand es nicht möchte. In der Regel ist es auch so, wenn Sie die Bildrechte explizit ansprechen, dass wir, wie Frau Brunsig ja schon geschildert hat, auch einen eigenen Fotografen beauftragen, die Skulpturen neu in Szene zu setzen, damit wir auch auf der Webseite eine möglichst einheitliche Bildqualität gewährleisten können. Und ja, was die Rechte an den Skulpturen vor Ort anbetrifft, bleiben die ja eigentlich unangetastet. Also bisher ist hier jedenfalls noch kein anderer Fall bekannt. Frau Harms hatte die Frage, ich bringe sie hier nochmal ein, gibt es auch die weiteren Kunstwerke in der Umgebung in der Kartenansicht zu sehen? Das ist ja der Fall, also zumindest bei den Routen sieht man einmal die Skulptur, die man direkt anvisiert hat. Dann werden einmal aber auch die in nächster Nähe auf der Karte gezeigt. Also ist das durchaus der Fall? In der App ist es, glaube ich, sogar so, dass einem automatisch, wenn man auf einer Skulptur die Infos hat, dass einem dann weitere Skulpturen in der Nähe angezeigt werden. Dann haben wir zwei Meldungen, Herr Kroll und eine Meldung von Herrn oder Frau Simshäuser. Okay, meine Frage, ich mache mal das Video auch an, damit man sieht, wer dahinter steht. Also es geht um Folgendes. Und zwar, ich wollte noch mal auf diese kurzfristige Sache zurück, dass man beispielsweise, Frau Brunswick hat es ja auch gesagt, dass es die Möglichkeit besteht, eine zweite Plattform zu eröffnen, wo beispielsweise Arbeiten, künstlerische Arbeiten, plastische Arbeiten, Street Art präsentiert werden, die aktuell ist. Man könnte ja beispielsweise, wie das auch bei der Videobiennale in Bad Rothenfelde gewesen ist, dass man über zwei Wochen lang quasi auf diese Performance hinweist, auf diese kurzfristige Performance. Und so könnte man das ja auch beispielsweise auch mit Arbeiten machen, die temporär sind. Wie zum Beispiel, man stelle sich mal vor, Banksy hätte jetzt auf einem Weg seine Street Art verewigt. Und da wird sich wohl keiner hinstellen und die dann vernichten, sondern da sollte man natürlich auch darauf hinweisen. Und ich finde, wir sollten aufhören, immer nur diese traditionellen Standskulpturen im Fokus zu haben, sondern auch aktuell zu sein. Das heißt also auch dauerhafte Lichtinstallationen oder beispielsweise Street Art, die auch langfristig dort ist, dass man die auch mit aufnimmt in dieser App. Danke für die Anregung. Wir können das ja auch durchaus nochmal mit der Jury ventilieren. Natürlich ist uns auch ein Anliegen, dass wir die Plattform, die ja nun mal Skulptur als Schwerpunkt hat, auch nicht allzu sehr verwässern, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ich kann den Punkt verstehen, dass wir sagen, wir wollen uns nicht nur an den tradierten Kunstbegriff orientieren und das tun wir eigentlich auch so ein bisschen über diesen Switch, über die Projekte, die wir zeigen oder eben auch Projekt- oder nahe Initiativen. Dennoch würde ich hier vielleicht nochmal empfehlen, auch nochmal mit dem Landesbüro für Bildende Künste Kontakt aufzunehmen, was ja relativ neu gegründet ist am Kunsthaus Corneli Münster, um auch nochmal darüber nachzudenken, vielleicht hier für eine separate Plattform zu etablieren. Wie Sie ja vielleicht auch
erahnen anhand dessen, was die Kollegen geschildert haben, ist so ein Vorhaben nicht ganz so einfach und nicht mal eben so, wir öffnen eine Webseite, das muss wirklich gut überlegt sein, auch mit Langzeitperspektive, wer pflegt das? Gerade wenn es temporäre Arbeiten sind, ist das gar nicht mal so einfach. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich sowas auch als eigene Plattform aufbauen ließe. Ja, bitte. Monika Simshäuser, genau. Dankeschön. Frau Simshäuser, gerne. Ich würde gerne eine Bemerkung noch mal zu meinem Vorredner machen. Also ich glaube auch, wenn das jetzt Skulpturen, also die Skulpturen der Schwerpunkt sind, dann ist das natürlich schwierig. Ich würde aber nichtsdestotrotz glauben, dass es wichtig wäre, auch diese andere Seite der etwas, ja, aktuelleren Kunstformen, zum Beispiel auch Mural. Wir haben zum Beispiel Murals, die entstanden sind aus Städtepartnerschaften, Kooperationen, europäische Kooperationen, und wir gehören ja als Stadt des Ruhrgebiets auch nochmal zu dem Netzwerk Kreativquartiere des Ruhrgebiets. Auch da gab es mehrere wirklich spannende Ansätze, aber ich glaube jetzt, das hier auch anzudocken, wird vielleicht etwas unübersichtlich. Ich glaube, dass es da eine eigene Plattform geben sollte, aber wichtig es zu zeigen, auf jeden Fall. Das nur eine Bemerkung. Ich habe jetzt ganz konkret noch mal zwei Nachfragen, also dass das jetzt so ein bisschen gemischt ist, etwas schwierig. Habe ich das richtig verstanden, dass Skulpturen, die in einem Park stehen, wo man auch Eintritt entrichten muss, wo dann vielleicht auch nicht nur eine Skulptur steht, sondern wo auch mehrere stehen. Also ich rede jetzt vom Maximilianpark in Hamm. Also Hamm ist die Stadt, aus der ich komme. Monika Schieders-Förtsch sehe ich jetzt gerade nicht, aber die kommt, wir sind beide in Hamm unterwegs in Sachen Kultur und Kreativwirtschaft. Da haben wir natürlich die Skulptur, die auch für das Ruhrgebiet gestanden hat, nämlich den Elefanten des Maximilianparks. Das ist ja auch eine Kunstform. Da ist die Kohlenwäsche ja zur Landesgartenschau 84 entsprechend neu gestaltet, performt worden, wenn man das so will. Und das gibt es aber, wie gesagt, nicht nur diese eine Skulptur, für die der Park dann steht, sondern da sind rund 30 Skulpturen, auch von ganz unterschiedlichen Künstlern, von Gordon Brown bis Lamché und wie sie auch alle heißen, also hochspannend. Also die Frage ist, kann sowas überhaupt in so eine Datenbank aufgenommen werden? Und die zweite Sache ist die, wir haben in Hamm zum Beispiel mehrere Hallen, also Ruhrgebiet eben. Da gibt es dann begehbare Skulpturen und die gehören oder die kommunizieren miteinander. Das sind 3, 4 und wahrscheinlich kommt noch eine fünfte hinzu. Wird sowas dann auch mit aufgenommen letztendlich, weil es ja vielleicht eine nicht die ganz große Sinnhaftigkeit ergibt? Also das wären so meine Fragen, meine beiden. Ja, also vielleicht kann ich gleich zu der Frage des Maximilianparks sagen, dass die wahrscheinlich eher nicht dann von den Grundkriterien her passen würden, weil es einfach da Eintritt kostet. Und das haben wir eigentlich grundsätzlich erstmal gesagt, dass wir wirklich nur Skulpturen aufnehmen, die rund um die Uhr öffentlich ohne Eintrittsgelder zu sehen sind. Also das war eins der Grundkriterien erstmal. Bei den Hallen, da müsste man eben gucken, ob dieses Kriterium, ist es quasi rund um die Uhr öffentlich zugänglich, ob das da gewährleistet ist, dann könnten die auf jeden Fall auch eingereicht werden. Generell ist es so, dass Skulpturenvorschläge, dass wir die immer gerne entgegennehmen, nicht nur aus der Region, die gerade die Schwerpunktregion ist, was in diesem Jahr jetzt Rheinschiene ist, sondern eben auch aus allen möglichen anderen Regionen nehmen wir immer gerne jede Anregung auf. Da müsste mir dann einfach nur eine kurze Mail geschrieben werden. Vielleicht antworte ich dann nochmal im Datenblatt, wo ich dann die genauen technischen Daten der Skulpturen dann erheben würde. Und dann werden die ganz einfach dann der nächsten Jury vorgelegt. Die tritt so ungefähr halbjährlich einmal zusammen. Und gegebenenfalls können also fortlaufend auch Skulpturen aus allen Regionen aufgenommen werden. Genau, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Appell in diese Runde, auch wenn Sie sich nach Ende unseres Panels alle die App herunterladen und feststellen, in meinem Einzugsgebiet fehlt aber eine wichtige Skulptur, die auch eine überregionale Bedeutung hat und die nicht fehlen darf.
Die Plattform lebt natürlich durch diese Hinweise und wir werden auch, was technische Anwendungsaspekte geht, natürlich durch Ihre Hilfe und Kritikpunkte immer besser. Daher scheuen Sie sich nicht, uns gerne anzuschreiben, entweder im Kultursekretariat oder auch Frau Brunsig direkt zu kontaktieren. Gerne. Ja, weitere Fragen. Im Chat sehe ich im Augenblick nichts. Vielleicht können Sie ja noch mal ein wenig so mit Blick auch auf Ihre Stadt schildern. Wie nehmen Sie Kunst im öffentlichen Raum in Ihrem Radius so wahr? Wie wird vor Ort damit umgegangen? Bei uns ist ein Kriterium auch, wie ist eigentlich der Erhaltungszustand der Skulpturen? Denn das ist durchaus eine Erfahrung. Man bekommt so Bilder aus vergangenen Zeiten. Wenn man die Arbeiten dann vor Ort besucht, stellt sich die Arbeit aber im Laufe der Jahre durch Verwitterung oder Ähnliches ganz anders dar. Haben Sie damit Erfahrung? Welche anderen vielleicht auch Herausforderungen haben Sie mit dem Thema? Herr Kroll meldet sich. Ja, es geht darum, ich hatte vorhin auch diese Frage schon mal in den Chat so ähnlich gestellt, dass dieses doch im Panel 5 gemacht werden soll, diese Frage. Und zwar war das so eine Frage ganz am Anfang, und zwar, wie gehen wir überhaupt? Und das halte ich für extrem schwierig. Und deswegen finde ich die Arbeit von Frau Brunsig extrem wichtig und auch ganz toll, was sie macht. Das wollte ich jetzt nur mal an dieser Stelle sagen. Das ist jetzt keine Kritik, die ich dann, sondern wie gehen wir mit veränderten Situationen im urbanen Raum um? Beispielsweise, wenn Künstler ein Kunstwerk entwickelt haben, das sich jetzt im Kontext beispielsweise zwischen zwei Achsen bewegt, die Architekturachsen beinhalten, und die sind jetzt aufgrund beispielsweise Brückensanierung vernichtet worden. Kann man dieses Kunstwerk als Kunstwerk noch betrachten oder muss man sagen, das ist halt so, das steht jetzt da, aber es hat eigentlich keinen Sinn mehr, dass es dort steht an der Stelle. Man kann es ja nicht irgendwie verändern. Mhm. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache, was ist beispielsweise, wenn... Und da ist es ganz schlimm, es gibt im Sauerland eine Stadt, die vernichtet Skulpturen, dass sie einfach einpackt und die sind dann irgendwo auf dem Schrott und werden dann irgendwo entsorgt. Von, ich sag mal, etablierten Künstlern, Ansgar Niehoff zum Beispiel ist einer von denen, wo dann Arbeiten verschwunden sind und die dann tauchen dann wieder auf und werden an anderer Stelle positioniert. Und das ist für mich selbst als Künstler und auch als Kurator extrem schwierig, solche Sachen dann auch nachzuvollziehen. Und die kann ich auch besten Gewissens nicht aufnehmen in eine Datei oder in eine Registrierung. Also dazu kann ich auf zwei Ebenen vielleicht mal eben versuchen zu antworten. Das eine ist, was die Seite NRW Skulptur betrifft. Da ist es so, dass es natürlich immer wieder vorkommt, dass Skulpturen an einen anderen Standort transferiert werden, Skulpturen auch mal abgebaut werden oder anderswo wieder aufgebaut. Und ich gehe da jetzt also als diejenige, die die Texte schreibt, so damit um, dass ich versuche, diese Historie nachzuvollziehen. Also dass ich dann das einfach aufschreibe in dem Text. Die Skulptur war für da und da vorgesehen. Sie ist einfach so oder eben in Absprache. Es kommt auch sehr häufig vor, dass es in Absprache mit dem Künstler geschieht, dass der Künstler sagt, ja, das geht auch. Wir können die jetzt, weil der Bahnhofsvorplatz jetzt erneuert wird, können wir die jetzt auch da aufstellen. Da erfüllt die auch ihren Zweck. Also ich versuche auf der Seite NRW Skulptur so damit umzugehen, dass ich die Geschichte einfach dann auch nachvollziehbar mache. Das sehe ich dafür als die sinnvollste Variante an. Die andere Antwort ist jetzt, also, oder die andere Frage, die betrifft, also, da können wir keinen Einfluss drauf nehmen. Das ist eine Frage, aber natürlich werde ich auch ständig wieder damit konfrontiert.
weil eben sehr viele Leute mich einfach generell zu Skulpturen im öffentlichen Raum anfragen oder ihre Fragen an mich richten. Und da kann ich immer, also jetzt aus der langjährigen Erfahrung, die ich da mit der Seite habe oder die ich aufgrund dieser Seite sammeln konnte, kann ich nur sagen, jeder, der eine Skulptur im öffentlichen Raum aufstellt, der sollte wirklich auch drüber nachdenken, also der sollte nicht nur drüber nachdenken, wie kriege ich die dahin, sondern er sollte auch wirklich über die Konsequenzen, die das beinhaltet, mit nachdenken. Also zum Beispiel habe ich jetzt ganz viele Anfragen gehabt, wie kann ich das denn versichern? Und da kann ich nur sagen, so jetzt aus meiner Erfahrung ist es so, dass man das eigentlich fast gar nicht versichern kann, weil keine Versicherung das gerne machen möchte. Es gibt bestimmt Möglichkeiten, die sind dann aber enorm teuer. Und also so Fragen der Versicherung, der Wartung zum Beispiel. Wer kümmert sich darum, dass die Skulptur in einem guten Zustand über einen längeren Zeitraum verbleibt? Was passiert, wenn sich der Ort ändert, wo die Skulptur sich befindet? Oder wie kriege ich die zum Beispiel auch gegebenenfalls wieder da weg in Einvernehmen mit dem Künstler? Das sind alles Fragen, die sollte man sich, wenn man drüber nachdenken, eine Skulptur im öffentlichen Raum aufzustellen, sollte man die sich auf jeden Fall stellen und sich auch damit auseinandersetzen und da nicht zu kurzfristig denken. Das kann ich nur jetzt so aus meiner Erfahrung sagen, aber wir als Seite NRW Skulptur haben damit eigentlich nichts zu tun, außer dass wir eben die Geschichte möglichst nachvollziehbar machen wollen. Drei Meldungen haben wir. Katrin Brandt aus Arnsberg war die erste. Ja, vielen Dank und schönen guten Tag zusammen. Vielen Dank, Herr Kroll, für diese spannende Frage. Auch die bewegt mich sehr. Ich habe ein neues Aufgabenfeld bekommen und da geht es auch um die Wartung, Kunst im öffentlichen Raum. Oftmals bestehen ja gar keine Verträge, die Kunstwerke werden geschenkt. Es ist alles sehr kurzfristig gedacht. Wir machen seit neuestem ganz klare Laufzeiten, dass wir sagen, wir schauen von, was weiß ich, 5 Jahren mit den technischen Diensten schauen wir auf, werden wir einen Wartungszyklus einrichten, aber das Ganze ist wirklich durchaus komplex und wenn sich jetzt in unserer Runde noch Hinweise ergeben sollten, bin ich sehr dankbar auch dafür und ein wahnsinnig spannendes und komplexes Thema. Sehr, ja, vielen Dank, Frau Brandt. Vielleicht hat Fleur Vogel da eine Idee. Bitte. Ja, hallo, vielleicht aus einem anderen Bereich. Wir sind ein Träger der kulturellen Jugendarbeit und machen auch Kunst im öffentlichen Raum, eben als Beteiligungsprojekte mit Kindern und Jugendlichen. Und da kooperieren wir tatsächlich dann auf lokaler Ebene oft mit Heimat- und Bürgervereinen oder Verschönerungsvereinen. Auch sowas gibt es, die dann sozusagen die Pflege dieser Skulpturen, die die Kinder und Jugendlichen dann gebaut haben, übernehmen. Teilweise dann mit Unterstützung der lokalen Sparkassen oder Volksbanken, die das Ganze dann unterstützt haben. Da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Auch toll, wenn man die Jugendberufshilfe mit ins Boot holt. Das heißt, dass zum Beispiel angehende Straßenbauerinnen, Tischlerinnen damit eingebunden werden, das dann wieder zu reparieren. Und ja, also bisher die Skulpturen, die wir bisher gebaut haben, von der Mosaikbank über Holzskulpturen, stehen die alle noch. Was für eine schöne Erfahrung. Und diese Initiativen, Vereine oder auch die Jugendberufshilfe mit einzubeziehen, das sind, denke ich, auch nochmal gute Anregungen. Ja. Genau, und wenn ich das noch kurz ergänzen darf, das verknüpft dann eben auch die Skulptur wieder lokal mit den Menschen, die dort leben. Das heißt, wenn Kinder und Jugendliche oder auch Anwohner mit einbezogen werden, dann ist das unseres. Und dann haben wir wirklich so erlebt, dass dann die Kinder und Jugendlichen auch Verantwortung dafür mit übernehmen, also weniger Vandalismus oder nicht da mit den Füßen gegen, da muss ich mit drauf aufpassen und sorgt dann natürlich auch dafür, dass sich die Menschen auch mehr damit identifizieren, was dort entstanden ist.
Frau Freigang ergänzt gerade noch zu Herrn Kroll, dass morgen im Forum 5 diese Frage noch eingehender thematisiert wird. Wenn Sie es also einrichten können, auch an dem Panel teilzunehmen, sind Sie herzlich dazu eingeladen. Es gibt einen Handlungsleitfaden von der Kulturamtsleiterkonferenz NRW dazu und auch der könnte vielleicht für so Fälle wie in Arnsberg auch nochmal eine Hilfestellung bieten. Jetzt wäre als nächstes Frau Simshäuser an der Reihe. Ja, vielen Dank. Ich würde mich gerne nochmal auf Frau Vogel beziehen, also meine Vorrednerin. Das ist eine wunderschöne Idee und das geht auch sicherlich für das ein oder andere Werk im öffentlichen Raum. Aber grundsätzlich muss man natürlich sehen, dass es Kunstwerke gibt. Also wenn ich zum Beispiel in Hamm an Ottmar Alt denke, da kann nicht irgendwie jemand mal mitarbeiten, sondern das wird dann von einem Restaurator gemacht und da legt auch dann unsere Denkmalbehörde nochmal einen besonderen Wert darauf, dass Dinge auch in einer besprechenden Qualität auch erhalten werden. Also das nur als Hinweis. Ansonsten für viele andere Dinge ist das sicherlich ein gangbarer Weg und auch für Murals und so weiter wäre das bestimmt auch angebracht, auch mit den örtlichen Künstlern und den Schulen und so weiter. Da gibt es viele schöne Modelle. Ich möchte aber jetzt hier nicht die Zeit strapazieren. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass wir in Hamm seit 2018 einen Beschluss haben des Rates, wie mit bestimmten Dingen verfahren wird. Das fängt damit an, wie Dinge im öffentlichen Raum überhaupt, wie und wo sie platziert werden. Also einmal der künstlerische Hinweis, ist das jetzt Kunst sozusagen, was dort uns zum Teil als Schenkung etc. entgegenkommt. Meistens sind es ja Anregungen oder auch eben vom Verein für Stadtbildpflege haben wir etliche Kunstwerke auch geschenkt bekommen. Nur kann man nur sagen, das muss ja auch kuratiert werden. Dann haben wir also ein bestimmtes Verfahren besprochen. Sie können das auf der Hammer-Seite Kulturbüro auch nachlesen. Das muss ich jetzt hier gar nicht sagen. Und es gibt einen Verantwortlichen in der Stadt, der auch Anlaufstelle ist. Das wird ja auch von Bürgern gemeldet, wenn da irgendwo an einer Skulptur etwas ist, was man 360 Skulpturen kann man nicht immer im Blick haben. Da kann der Mensch auch nicht durch die Stadt geistern jeden Tag. Also da gibt es also so ein Warnsystem und ansonsten wird da schon ein gewisser Augenmerk drauf gelegt, dass sie auch alle in einem Zustand sind, dass sie als Kunstwerke auch begriffen werden. Und wir lassen das Problem Vandalismus, da muss man schon bei Standorten sicherlich nochmal einen Blick haben, aber bestimmte Sachen müssen auch in den öffentlichen Raum und gehören auch in den Diskurs hinein. Und ansonsten bei den neuen, also ich sag mal, das, was jetzt neu hinzukommt, da haben wir an vielen Stellen auch sozusagen bei den Schenkungen oder bei den Anfragen dürften wir auf unserem Grundstück das und das jetzt machen. Also wenn das jetzt meinetwegen eine geförderte Einrichtung der freien Szene ist, ein Kunstwerk des mexikanischen Künstlers sowieso anbringen, dass wir immer schon deutlich machen, gibt es da die Möglichkeit, in einem Vertrag auch festzulegen, dass es da eine Verantwortung auch desjenigen gibt, der die Skulptur dort anbringt, aufstellt, wie auch immer. Da schauen wir dann schon hin, dass wir auch vielleicht jetzt eben bei neuen Verträgen sozusagen auch noch die Haftungsfrage, die natürlich eine ganz wichtige ist, dass wir die mit einbeziehen. Und ansonsten ist es völlig klar, diese etwas naive Vorstellung, was auch einige Menschen noch haben, die da nicht mit jeden Tag zu tun haben, als Motto, ich habe euch doch die Skulptur geschenkt und dann müsst ihr doch alle begeistert sein. Und warum müsst ihr da so einen Vorlauf machen? Warum muss das noch in die politischen Gremien etc.? Das hat natürlich auch was mit der Verantwortung dann dafür zu tun, die eben unter anderem eben natürlich auch in restauratorische Arbeit einmündet oder eben ja, für den Fall, dass auch vielleicht das Umfeld sich ändert, dass man so eine Skulptur dann im Zweifelsfall mal versetzen muss. Also bitte einfach nochmal im Kulturbüro auf der Seite nochmal schauen, da stehen die Förderrichtlinien, die sind seit 2018 entschieden worden, dass wir das jetzt so machen. Und hat sich auch schon, ich frage nochmal Monika Schieders-Börsch, wir hatten gerade ein solches Verfahren, wo eine Skulptur versetzt werden sollte oder auch nicht. Das war die Frage nach einer Renovierung. Also da haben wir, glaube ich, jetzt so die ersten Schritte getan. Und ich denke, wenn alle dann guten Willens sind und jetzt nicht den bürokratischen Vorgang besonders ausdehnen, sondern dass man da wirklich im Interesse auch einer schnellen Entscheidung die Dinge trotzdem qualitativ betrachtet, ist das sicherlich auch nochmal ein gangbarer Weg. Frau Simshäuser, wenn Sie uns den Link zu Ihren
Förderlinien oder Förderkriterien auf der Webseite vielleicht nochmal in den Chat schreiben könnten, wäre das für die Dokumentation sehr schön. Ansonsten gerne auch im Nachgang noch einmal zuschicken. Das ist ein sehr guter Hinweis. Vielen Dank dafür. Ja. Herr Kroll hat sich noch einmal gemeldet. Bitte. Sorry, ich möchte jetzt nicht so den Alleinunterhalter spielen, aber ich habe noch eine Frage an Frau Brunzig. Nach welchen Kriterien werden beispielsweise, nach welchen kunstwissenschaftlichen, kunsthistorischen Kriterien werden beispielsweise diese Skulpturen ausgewertet oder ausgesucht? Also das bringt mich nämlich in diesen Konflikt beispielsweise zu den Vorrednern, die beispielsweise Arbeiten von Kindern und Jugendlichen, die ja natürlich auch einen gewissen Wert haben, aber sicherlich anders zu bewerten sind, ich will das mal vorsichtig sagen, als beispielsweise Skulpturen von Erich Reusch oder Ansgar Niehoff oder Rosemarie Trockel. Mhm. Ja, das, also wir auf der Seite NRW Skulptur, wir stellen schon, also ich glaube, die Skulpturen sind schon von Künstlern, die auch im kunsthistorischen Kontext auch schon eine gewisse, also das habe ich eben schon gesagt, es müssen auf jeden Fall professionelle Künstler sein, deren Gesamtwerk eben auch zeigt, dass sie sich intensiv mit dem Thema Skulptur im öffentlichen Raum oder Kunst generell beschäftigt haben. Wir würden da jetzt, weil einfach die Zahl der Skulpturen insgesamt gewaltig ist, müssen wir da relativ strenge Kriterien anlegen. Und wie gesagt, es sind eben Fachleute in der Jury drin, die, ja, die schon auf die kunsthistorische Qualität vor allem achten. Genau, das ist allerdings... Im Einzelfall haben wir auch immer mal wieder gesagt, ach Mensch, aber die Skulptur ist jetzt für die Stadt bedeutend, die nehmen wir jetzt mit auf. Im Grunde genommen ist aber die kunsthistorische Einordnung in das Gesamtövre des Künstlers entscheidend und die Einordnung in die kunsthistorische Betrachtung generell. Also bei zeitgenössischen Künstlern ist es mit Sicherheit schwieriger immer noch als bei Künstler, die schon, sagen wir mal, in den 60er, 70er, 80er Jahren gearbeitet haben. Aber also wir haben auch durchaus junge Künstler, die auf der Seite vertreten sind. Das sind dann aber meistens doch diejenigen, die sich auch mit wirklich umfangreich mit Skulptur im öffentlichen Raum auseinandergesetzt haben, wie zum Beispiel jetzt hier Gent Mutter zum Beispiel. Das sind ja auch relativ junge Künstler, die diese Tiger and Turtle Installation auf der Halde da errichtet haben. Also es sind jetzt auch neuere Arbeiten dabei, aber schon durchaus auch von professionellen Künstlern, die schon ein gewisses, wo man schon gewisse Vergleichskriterien auch anlegen kann. Gibt es von Ihrer Seite noch Fragen? Antje, es gibt noch eine Frage in der App, zur App im Chat an Markus. Und zwar, gibt es bei der App auch eine Idee zur Weiterentwicklung, dass Nutzerinnen stärker einbezogen werden können? Stichwort Partizipation, als Beispiele werden genannt, Fotosammlung oder Kommentare. Markus, möchtest du dazu gerne direkt was sagen? Ja, kann ich gerne machen. Das liegt natürlich jetzt nicht nur an mir, sondern sollte ja im Team, was die inhaltliche Seite angeht und auch die Interaktion der User, entschieden werden, spricht viel dafür. Es können noch einige Aspekte dagegen sprechen, zum Beispiel die redaktionelle Betreuung, also das Ganze dann auch sauber zu halten und auch die Dinge dann ja, als Mehrwert irgendwie zu begreifen oder auch als Mehrwert gelten zu lassen. Es sind sicherlich einige Bereiche, die sind da unempfindlicher. Bei hochwertiger Kunst im öffentlichen Raum kann ich mir das in Teilen vorstellen, aber nicht unbedingt über die gesamte Bandbreite. Aber vielleicht kann die Sigrun noch mal was dazu sagen, wenn jetzt, also wenn es darum geht, vielleicht Dinge hochzuladen oder nutzerbasiert da anzureichern, ne? Fotos. Also wir haben ja ganz vielfältige Möglichkeiten der Erweiterungen und Möglichkeiten, was man alles noch machen könnte, schon auch in unserem Rahmen so erörtert. Da gibt es
auf jeden Fall immer unendlich viele Möglichkeiten. Wir haben auch schon über Augmented Reality-Anwendung oder über Anwendung von 3D-Scans von einzelnen Skulpturen gesprochen. Und ich denke, so mit dem Fortschreiten der Technik wird es ja immer wieder neue Möglichkeiten geben, aber es muss ja auch irgendwie bewältigen sein. Und dieser Bereich der redaktionellen Bearbeitung von Kommentaren, der wird sicherlich arbeitsaufwendig sein. Also da muss man sich drüber im Klaren sein. Und dann müssten wir uns nochmal die Frage vorlegen, können wir das überhaupt leisten? Das ist tatsächlich ein guter Punkt, denn natürlich sind solche digitalen Plattformen in der Fantasie unendlich erweiterbar. Aber die Ressourcen sind endlich und man muss dann, glaube ich, auch klug auswählen, wo man seine Schwerpunkte setzt, damit man sich damit auch nicht verzettelt und auch wirklich dem Anwender gerecht werden kann mit dem, was er auch erwartet, wenn er diese Plattform besucht. Weil ich hier gerade einen Kollegen von Tourismus NRW sehe, vielleicht auch nochmal so der Hinweis, dass sagtest du ja einleitend auch ganz schön, Sigrun. Eigentlich hat sich diese Plattform auch ein Stück weit gewandelt, weg von diesem rein kunsthistorischen Ansatz hin auch zu einer Plattform, die immer lebendiger geworden ist und ja auch eine Anregung sein soll für Kulturtouristen, für Radtouristen, Wandertouristen. So gesehen wünschen wir uns da perspektivisch auch nochmal eine stärkere Verzahnung auch mit dem Tourismus, weil wir davon überzeugt sind, dass Kunst und Kultur da auch ein ganz wichtiger Baustein sind. Ja, wie steht es hier in der Runde? Haben Sie noch etwas auf dem Herzen? Haben Sie noch Anregungen für uns, etwas, das wir mitnehmen können? Für unsere nächste Jury, die jetzt Mitte Mai tagt. Ansonsten stehen wir immer gerne zur Verfügung. Also ich kann jederzeit angeschrieben werden, falls noch Ideen für Vorschläge entstehen sollten. Also da wahrscheinlich jetzt nicht mehr für die Jury Mitte Mai, da ist jetzt eigentlich die Vorbereitung der Jury-Sitzung schon gelaufen, aber dann für die nächste. Ich gucke nochmal und blättere nochmal so ein bisschen die Übersicht durch. Wo finden Sie unsere E-Mail-Adresse? Das ist natürlich eine wichtige Frage. Alexa, wärst du so nett, einmal die zentrale E-Mail-Adresse vom Kultursekretariat zu posten? Ich schon gerade rein. Perfekt. Und die Jury, die Frage, wie oft die Jury tagt, hängt ein bisschen davon ab, wie viele Vorschläge uns so im Laufe der Zeit erreichen. Wir haben ja keine festen Fristen, aber es hat sich so in der Vergangenheit gezeigt, so etwa alle halbe Jahre kommt die Jury zusammen und wählt dann neue Skulpturen aus. Sehr gut. Ja, es scheint auch jetzt den Videos keine Handmeldungen mehr zu geben, soweit ich das sehe. Ich sehe eine Katze im Bild, sehr schön. Das macht das Tagen in dieser Form irgendwie alles auch ein bisschen sympathischer, finde ich. Man sieht sich in ganz anderen Kontexten als sonst in den Konferenzräumen. Das ist auch mal eine schöne Seite. Also ich habe letztens mal gesehen, da ist jemand eingeschlafen. Oh, aber das habe ich auch tatsächlich so schon mal live gesehen. Ja, ich auch. Gut, Herr Kroll möchte noch einen Wortbeitrag einbringen. Bitte, ja. Herr Kroll. Für mich ist jetzt die Frage auf, gab es schon mal die Gelegenheit, dass entfernt worden sind von der Liste, weil es irgendwelche Dinge gab, die in der Vergangenheit dem Kunstwerk oder dem Künstler der Künstlerin, die aufgefallen ist, nicht besonders der gesellschaftlichen Norm entsprochen hat? Nee, das gab es nicht. Es gibt Skulpturen, die abgebaut worden sind. Die mussten wir dann von der Liste nehmen. Die haben wir dann jetzt auf dem Backend sozusagen erstmal im Archiv, wenn die nicht mehr da sind.
Aber es gibt natürlich Skulpturen von umstrittenen Künstlern, die nehmen wir dann aber natürlich trotzdem auf und schreiben dann aber in dem Text, reflektieren wir dann über die Streitpunkte. Okay, gut. Wichtiger Punkt. Ah, Herr Horacek meldet sich nochmal. Ja, ich habe gerade über, wo über verschwundene Kunst gesprochen wird. Verfolgen Sie das denn auch, wenn also eine Skulptur vorübergehend aus dem öffentlichen Raum verschwindet, aus welchem Grund auch immer, irgendwo zwischengelagert wird? Wird das Schicksal dieser Skulptur von Ihnen dann auch weiterverfolgt? In dem Sinne, prüfen Sie, ob sie dann irgendwann diese Skulptur wieder auftaucht? Ja, das machen wir. Also die kommt dann erstmal sozusagen, wird die dann erstmal offline gestellt, aber zum Beispiel wird in Münster gerade eine Skulptur, die musste jetzt abgebaut werden, weil da Neubau an der Stelle vorgenommen wird und die wird aber an anderer Stelle dann hinterher wieder aufgebaut und das verfolge ich dann schon. Wenn die wieder da ist, dann kommt die auch wieder drauf auf die Seite. Ja. Mit dem Hinweis, dass sie ursprünglich für den anderen Ort entstanden ist und dann in Absprache mit dem Künstler aufgrund der und der Veränderungen dann eben einen neuen Ort gefunden hat. Wenn die jetzt 2 Jahre verschwunden ist, was machen Sie dann? Ja, die ist wahrscheinlich 2 Jahre verschwunden, dann kommt die nach 2 Jahren dann wieder drauf. Ja, aber es kann aber sein, dass man das gar nicht vorhat. Wie ja, dann wird sie nicht wieder angeschaltet, solange wie sie weg ist. Nein, das hat ja auch was mit Verantwortung zu tun. Ich meine, wenn Sie jetzt eine Datei erstellen und da verschwindet auf einmal ein Kunstwerk, möglicherweise für alle Ewigkeit. Und da frage ich mich dann auch, inwieweit Sie da Verantwortung übernehmen, nach vorne gehen und bei dem Eigentümer nachfragen, was er denn nun damit vorhat. Das war so der Hintergrund meiner Frage. Ja, meistens ist es schon so, dass wir dann das mitkriegen, wenn eine Skulptur abgebaut wird und dann auch nachfragen, wann soll die denn wieder aufgebaut werden oder was passiert jetzt mit der Skulptur. Und da muss ich sagen, ist meistens ein sehr verantwortungsvoller Umgang mit den Werken dann auch da, weil es sind ja eben auch hochkarätige Werke, die da bei uns auf der Seite vorgestellt werden. Und ich habe jetzt noch nicht den Fall erlebt, dass die einfach so von der Bildfläche verschwindet. Das ist beruhigend. Aber ein guter Punkt. Und ich glaube schon, dass die Plattform auch ein Stück weit dazu beiträgt, dass die Besitzer, die Städte auch erkennen, sie werden ja auch NRW-weit sichtbar mit dem Angebot ihrer Stadt. Und dadurch vielleicht auch ein Stück weit noch mal stärker auch die Verantwortung da ist, sich darum zu kümmern. Also das haben wir tatsächlich auch schon, das haben wir schon mehrfach erlebt, dass wenn die Skulpturen auf NRW-Skulptur aufgenommen werden, dass die Städte sich dann intensiver darum kümmern, wenn die zum Beispiel im schlechten Zustand ist und wir sagen, ja, wir wollen die gerne fotografieren, dass dann auf einmal, oh ja, dann müssen wir aber vorher noch einmal drüber gucken. Das passiert schon mal. Vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr stelle ich fest, wir sind schon am Ende unseres Panels angelangt. Ich persönlich fand es sehr kurzweilig. Ich danke Ihnen wirklich auch für die vielen Beiträge von Seiten Ihrer Städte, aus Ihren Erfahrungen. Mit der Westfälischen Kulturkonferenz geht es morgen weiter. Ab 10 Uhr können Sie sich dann das Panel Kunst und Umwelt Wild in Life ansehen. Bis nachmittags wird es Panels geben und ich würde mich freuen, wenn wir uns da in der einen oder anderen Runde vielleicht wiedersehen. Ich wünsche Ihnen noch gute, konstruktive Gespräche, vielen erkenntnisreichen Input und danke Ihnen erstmal für heute. Einen schönen Abend noch allerseits und danke den Teilnehmenden. Danke Sigrun, danke Markus. Herzlichen Dank. Ein zu sein. Bis, danke.